Hallo, ich bin's Marco von Dachdecker Heigert. Heute mit der Steildachsanierung und was genau da gemacht werden muss. Als erstes muss die alte Dachfläche abgetragen und entsorgt werden. Danach wird Konter- und Traglattung abgerissen und entsorgt. Außerdem wird die alte Folie, falls vorhanden, ebenfalls abgerissen und entsorgt. Und dann werden die Dachsparren von grobem Schmutz gesäubert. Nun kommt die Entscheidung. Entweder eine Dachsanierung mit Aufsparrendämmung oder ohne Aufsparrendämmung. Nach der Entscheidung werden neue Unterspannbahnen verlegt und befestigt. Und Konterlattung wird für die Hinterlüftung verlegt und befestigt. Dann werden Traglattung montiert. Die Eindeckung wird verlegt und mit Sturmklammern gesichert. Als nächstes wird die Entwässerung montiert, wie zum Beispiel Dachrinnen. Und fertig ist das Projekt. Und hierfür sind wir die besten Partner. Also zögern Sie nicht und schreiben uns eine E-Mail oder rufen uns direkt an. Unsere Telefonnummer 0160 9500 2127. Dachdecker Heigert. Dachdecker aus Leidenschaft.